Peter den Großen. St. Petersburg wurde gegründet 1703 durch Peter den Großen und 1712 war die Stadt dann fertig und wurde zur Hauptstadt erklärt. St. Petersburg ist die größte, nördlichste Millionenstadt der Welt. Und bezahlt wird dort Rubel und sie ist geprägt von prächtigen Palästen, vergoldeten Kirchen und schönen Tagen. Also, das schauen wir uns heute an. Bis dann. Tschüss. Seite sind die Wände von der Peter- und Paul-Festung mit dem Granitstein verkleidet. Denn auf der rechten Seite erblicken Sie auch die Landspitze der Basileus-Insel. Da lag der erste Hafen von St. Petersburg. So, das ist eine Fußgängerbrücke und über diese Brücke aus Holz musste der Zar seine Braut nach der Hochzeit tragen. Hier auf dem Foto seht ihr die Blutskirche. Sie hat auch eine traurige Geschichte. Und zwar wurde der Zar da erwürgt. Es floss Zarenblut und der Sohn Alexander hat daraufhin diese Kirche errichten lassen, zu Ehren seines Vaters. Wie gesagt, ist geprägt von Kostümen und von Schrauben. Hat auch den geheimen Namen Venedig des Nordens. Also den Namen hat sie wirklich verdient. Es ist wirklich toll hier. Ein buntes Markttreiben hier. So, das sind die typischen russischen Schapkas. Und hier seht ihr nochmal über den Kanal die Blutskirche. Und St. Petersburg hat 5 Millionen Einwohner und im Jahr 7 Millionen Touristen und Besucher. Also ist eine der größten Städte und danach kommt Moskau. Mit 10 Millionen Einwohnern. Auch die Stadt der bunten Fassaden, das wurde mit Absicht so benannt, weil von 365 Tagen im Jahr nur 35 Tage Sonnentage sind. An den anderen Tagen regnet es oder schneit es. Und damit die Leute nicht depressiv und krank werden, hatte man alle Farben gewählt. Somit haben wir Glück, dass wir heute bei unserer Führung hier in St. Petersburg keinen Regen haben. Zwar auch keine Sonne, aber immerhin kein Regen. Das ist schon mal was Tolles. Diese Kirche wurde 1811 errichtet. St. Petersburg, eine der größten Kulturstätten der Welt. Das ist der Rote Turm, den ihr dort hinten seht, das einzige Stadtparlament. In der größten Fußgängerzone von St. Petersburg und man staune, bei diesem Lärm und bei diesem Trubel, ja, gibt es so noch Pferdedroschken? Sieht doch ganz toll aus. Und hier seht ihr die Petrikirche von St. Petersburg. Da war früher ein Schwimmbad drin, wurde umgebaut und wieder neu hergerichtet. Boganow-Schloss. Stadt.
dieser Stadt ist, dass die Rentner, dass es hier 2 Millionen Rentner gibt von den 5 Millionen Einwohnern und die Frauen hier schon mit 55 Jahren in Rente gehen können und die Männer mit 60. Also das müsst ihr euch mal reinziehen. Die sind ja weiter wie wir. Hier ist das Wachsfigurenkabinett, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe und dort Captain Sparrow hier als Einlasser ins Wachsfigurenkabinett. Das ist der Schlossplatz mit der Säule und den Gebäuden. Riesige, fantastische Gebäude. Das Winterpalais der Romanow-Familie. Und dort hinten im Hintergrund, die goldene Kuppel, das ist der Admiralitätsturm, der zum Hafen gehört. Was ihr hier seht, das ist der kleinste Kanal von St. Petersburg. Wir befinden uns hier in dieser Millionärenstraße. Hier in dieser Straße wohnten die reichsten Leute von St. Petersburg und darum wurde die Straße auch so genannt. Hier sehen wir noch mal einmal die bunten Fassaden auf diesem Schlossplatz. Und das Schlimmste an der ganzen Sache in St. Petersburg ist, dass alle 3 Jahre die Fassaden erneuert werden müssen aufgrund der hohen Luftfeuchte, weil St. Petersburg ja ursprünglich ein Moor war. Mal das Wahrzeichen von St. Petersburg, die Engelssäule, dieses Wahrzeichen, solange der Engel dort oben drauf ist, bedeutet das für St. Petersburg, dass die Stadt einen Schutzengel hat. Zur Zeit Lenins wollte man ihn austauschen, den Engel gegen Lenin, aber man hat davon abgelassen, weil sonst ein schlechtes Omen über die Stadt liegt und das Gefahr für die Stadt bedeutet. Hier seht ihr auf dem Schlossplatz die ganzen Groschen. Das ist der Neva-Fluss und dort, das ist die Schlossbrücke, die über diesen Neva-Fluss führt. Und dort sind die Paläste und die historischen Gebäude. Das ist die Kunstakademie, die von Katharina II. Gestiftet wurde. Das ist das Denkmal von Peter dem Großen. Das ist der Seitenpavillon der Admiralität. Das ist die Isaak-Kirche. Für die Erbauung der Kirche brauchte man 40 Jahre.